musst. Das tue ich auch nicht. Obwohl, ich hatte eine Schulfreundin, die hat das Gleiche erlebt wie Pascal. Der Vater ging, als sie noch ein kleines Mädchen war. Als sie erwachsen war, zog sie dann für eine Weile zu ihrem Vater und seiner Familie. Und? Ich nehme an, sie war glücklich? Sie hat sich... Sie ist tot. Sie war eine so starke Frau. Aber die Verletzungen saßen zu tief. Verlassen zu werden von dem geliebten Vater, das hat sie nicht verkraftet. Zuerst wollte sie die ganze Familie vergiften. Aber dann hat sie sich selber umgebracht. Das tut mir sehr leid. Ja, man darf das nicht unterschätzen. So eine Trennung kann für ein Kind traumatische Folgen haben. Ich glaube nicht, dass Pascal unter einem Trauma leidet. Na, überleg doch mal, womit Pascal fertig werden muss. Die neue Situation, die neue Familie. Bestimmt nicht ganz einfach für ihn. Also, ich weiß nicht. Entschuldigung, ich sollte das nicht sagen, aber ich mache mir Sorgen um dich. Ach, jetzt übertreibst du es, Kathi. Ich hoffe nur, dass Pascal nicht überfordert ist. Pascal ist eine starke, gefestigte Persönlichkeit. Und jetzt Schluss damit. Ich werde dich nicht länger stören. Ich danke für dein Verständnis. Sehr gerne. Bis später. Ah, der Weltenbummler mit Kaufneurose. Das schreckhafte Dienstmädchen. Machst du ja noch Brotkäppchen oder was? Nein, ich kümmere mich um die Tischdekoration. Und das bedeutet? Dass ich mir von unserem Gärtner das entsprechende Grünzeug geben lasse. Du meinst den Typen mit den Schwarzenegger-Oberarm? Sven? Du kennst Sven? Ja, klar. Also langsam wirst du mir unheimlich. Hey, Heiko. Ah, Heiko also. Mhm. Na, Sven, was macht die Kunst? Alles im Lack. Hi, Denise. Machst du hier die Fremdenführerin oder brauchst du was für die Tischdeko? Letzteres. Habt ihr was miteinander? Nö. Verstehe. Wie wär's, wollen wir außerhalb mal was machen? Klar. Wie wär's mit morgen Nachmittag? Im Fisch? Morgen passt prima. Fisch verfahren, sagt dir das was? Nö. Aber ich werde pünktlich sein. Also, Amigos, ich muss weg. Komplett bescheuert. Aber irgendwie auch cool. Also, ich finde ihn süß. Süß? Du findest ihn wirklich süß? Na klar. Süß. Na gut, aber schräg ist auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit ihm nicht langweilig wird. Einmal nachfüllen, bitte. Jawohl, gnädigste. Was machst du denn hier? Essen? Aha. Und deine Manieren hast du in Argentinien gelassen? Nee, in Mexiko. Los, runter da. Wie kommst du hierher? Kathi. Im ganzen Satz. Kathi hat mir die Küche gezeigt. Und das Hähnchen? Schwesterchen. Wo eine Küche ist, ist auch ein Kühlschrank. Und in einer Hütte wie dieser ist der gerammelt voll. Und da bedienst du dich mal eben. Jetzt guck doch nicht so, ist doch nichts passiert. Mann, hier geht's um meinen Job. Schon gut, Schwesterchen. Wird nie wieder vorkommen. Das ist ja wohl das Mindeste. Apropos Job. Vielleicht fällt für mich ja auch einer ab. Groß genug ist die Hütte. Du willst hier auf dem Gut arbeiten? Ein Versuch wär's wert. Aber du darfst keinem sagen, wer ich bin. Kennen wir uns? Sag mal, du warst noch gar nicht an Omis Grab. Ja. Soll ich dir zeigen? Ja, wann? Jetzt, wenn du willst. Ich bin dabei. Ja.
Ach, was ich dir noch erzählen wollte. Kathi wird hin und wieder hier arbeiten. Was meinst du damit? Sie hat mich gebeten, ihr ein bisschen was beizubringen. Aber die hat doch überhaupt keine Ahnung. Woher willst du das wissen? Von Bankgeschäften, meine ich. Außerdem, ich dachte, sie wäre Arianes Assistentin. Ja, das eine schließt ja das andere nicht aus. Aha. Und was bitte will sie lernen? Alles. Sie will alles wissen. Ehrlich gesagt, mir ist selten jemand untergekommen, der so wissbegierig ist wie Kathi. Ehrlich gesagt, finde ich sie auch ziemlich gierig. Das war ein Scherz. Ja, wie auch immer. Ich werde ihr zuerst kleinere Aufgaben übertragen, Recherche und so weiter. Sie könnte dir und Oliver unter die Arme greifen. Vater, ich weiß dein Angebot wirklich sehr zu schätzen. Aber das wird nicht nötig sein. Bitte? Es war ja nur ein Vorschlag. Kommt und dann essen wir was zusammen. Dieser scheiß Brand. Der hat echt alles kaputt gemacht. Papa tot, du im Knast, Omi weg und ich in dieser spießigen Pflegefamilie. Am Anfang hatte ich echt ein mega schlechtes Gewissen, dass ich abgehauen bin. Plötzlich war alles weg. Es war der Horror. Wir hatten schon eine coole Oma. Sie war die Beste. Ich habe ihr Geschenk vergessen. Dann bringst du es ihr ein andermal. Er ist mir so fremd und doch ist er mein kleiner Bruder. Er ist so erwachsen geworden. 4 Jahre sind eine lange Zeit. Egal ob im Gefängnis oder irgendwo da draußen. Oh, du hast keine Ahnung, was für einen Riesengefallen du mir damit tust. Danke. Oliver, ich hab dich schon... Okay, Benny. Ich bin dann in 10 Minuten bei dir. Ja, bis gleich. Tschüss. Benny? Welcher Benny? Ein Geschäftsfreund von mir, Benny Goldner. Kennst du nicht? Aha. Oliver, ich... Können wir bitte reden? Bitte lass uns, ich wollte dich heute Abend zum Essen einladen, ins Quartier Trois. Oh, Judith, das ist wahnsinnig lieb von dir, aber nicht heute, nicht jetzt. Du hast doch selbst gehört, Benjamin. Sicher. Wann kommst du wieder? Ich weiß nicht, es wird sicher spät. Dann viel Erfolg. Bist du? An Omis Grab. Ich bin gleich bei dir. Warte auf mich. Solange du willst. Omi, du hattest so recht. Liebe findet ihren Weg. Was hat er gesagt? Oliver? Es war eine liebe Idee. Na also. Aber er hat leider wieder mal keine Zeit. Oh. Ariane, wie soll es denn bloß weitergehen? Langsam glaube ich, er wäre lieber mit der Bank verheiratet. Das ist sicher nur eine Phase. Immer ist ihm die Arbeit wichtiger als alles andere. So ist das eben, wenn man mit einem Wellinghoff verheiratet ist. Arbeit kommt immer an erster Stelle. Hast du, ich muss akzeptieren, dass ich immer nur an zweiter Stelle stehen werde? Nicht immer. Aber sehr oft. Solange er mich nur liebt, halte ich alles aus. Ich freue mich für dich, dass dein Bruder wieder da ist.
Das ist echt komisch. Eigentlich bin ich ja die große Schwester, aber jetzt kommt es mir manchmal so vor, als sei er der Ältere. Wenn er so lange durch die Weltgeschichte gereist ist, das wundert mich gar nicht. Eigentlich will ich jetzt gar nicht über meinen kleinen Bruder reden. Worüber denn? Zum Beispiel, warum du mich unbedingt abholen wolltest. Weil ich eine Überraschung für dich habe. Was ist es denn? Willst du mich entführen? Wohin denn? Einsteigen, nicht fragen. Schön. Schließ die Augen und genieß es. Ich bin ja auch fast jeden Tag am Grab. Findest du das nicht ein bisschen übertrieben? Du hast doch gar keine Ahnung. Das wird's sein. Aber vielleicht klärst du mich ja mal auf. Worüber? Wer zum Beispiel der eisgraue Lover ist, den du dir zugelegt hast. Der ist doch bestimmt verheiratet. Du willst Sachen wissen, die dich definitiv nichts angehen. Wenn du da mal nicht auf dem Holzweg bist. Hör mal zu, wenn du eine Frau beeindrucken willst, dann stellst du ihr keine indiskreten Fragen, dann machst du ihr Komplimente. Oh. Spezialistin für Ladies. Cousine Kathi. Fragen Sie sie, wenn Sie keine Ahnung mehr haben. So eine Nervensäge. Aber macht nichts. Ab sofort schlafe ich auf dem Sofa. Dann frage ich deine Sugar, der die selber Verse sind. Wo wir schon mal beim Thema sind, Don Casanova. Wie sieht's denn aus mit deinem Liebesleben? Hast du schon mal geküsst? Wie viel Zeit hast du? Die erste war eine ungarische Millionärsgattin. Ein Rasse-Vibe. Ungefähr so alt wie du. Die hat mir Dinge beigebracht, die kannst du nicht mal aussprechen. Klar, eine ungarische Millionärsgattin. Die war echt verliebt in mich. Ja, aber nach 2 Wochen wollte ich weg. Dann traf ich Caitlin. Mhm. Und wie alt war die? Mann, ein Gentleman fragt nicht nach dem Alter. Gentleman, aha. Und, warst du verliebt in Catherine? Caitlin, die war echt sinnlich und lustig, ey. Wir haben so gelacht. Was willst du noch wissen? Danke. Erspar mir bitte alle weiteren Details. Ja, da bist du baff. Ich wusste, dass die sprechen. So viel du willst. Wie findest du es? Ganz schön. Gefällt's dir nicht? Doch, ist wunderschön. Willkommen zu Hause. Freunde teilen alles. Fast alles. Keiner wird sich verquatschen, wenn der Richtige auftaucht. Nun doch. Ich will dich zu nichts überreden. Du weißt ja nur zu gut, was du verpasst. Fühlst du dich wohl hier? Ja.